Wir begrüßen unsere beiden Gäste beim Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Wir begrüßen Akim Vargas und Bogdan Radosajevic. Im Ohne-Jakob-Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Ich stelle mich mal in die Mitte und warte, wer rechts und wer links kommt. Grüß dich, hallo Bogdan, hallo. Und Akim, hallo. Komm du mal rüber auf die Seite, dann stelle ich mich mal in eure goldene Mitte. Ja, ein Spiel, was einen am Ende so ein bisschen ratlos hinterlässt. Ihr hattet letzte Mal eine Rebound-Schwäche im Spiel. War es auch heute eines eurer größten Probleme? Ja, ist auf jeden Fall nicht okay, dass wir das Rebound-Duell wieder verlieren. Und schon gar nicht gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, die sehr jung ist und dezimiert. Und das ist inakzeptabel, ja. Habt ihr schon eine Erklärung gerade in der Kabine dafür gefunden, warum das heute schief ging gegen Frankfurt? Weil wir nicht gekämpft haben. Ganz einfach. Aber woran liegt das? Ihr habt es euch ja sicherlich vorgenommen, weil ihr habt ja in dem Ulm-Spiel gesehen, erste Halbzeit nicht so gut gekämpft, zweite Halbzeit grandios gekämpft, fast noch eine Chance gehabt gegen so eine starke Mannschaft wie Ulm. Das müsste euer Plan für heute gewesen sein. Ja, war auch. Hat aber nicht so geklappt. Ja, weil wir, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Ich glaube, wir haben es einfach gedacht, okay, das wird heute ein einfaches Spiel, weil Frankfurt eine junge Mannschaft ist, die haben nicht so viel Erfahrung wie wir, die haben keine Spieler wie wir. Oder keine so bekannten, guten Namen, aber ja, war am Ende doch andersrum. Und den Center-Kollegen Aqua, den kanntest du ja von deiner Zeit aus Tübingen ganz gut. War der heute anders, als er sonst war, als du noch mit ihm zusammengespielt hast? Nee, nicht wirklich. Also der hat die Sachen gemacht, die er kann. Und das haben wir auch angesprochen und gesagt, dass er auch das macht. Und er hat sie trotzdem gemacht und trotzdem Punkte gemacht. Was habt ihr die letzten Tage, Akim, nimm mal ein kräftiges Stück aus der Pulle, was habt ihr die letzten Tage im Training vor allen Dingen gemacht, worauf habt ihr euch da fokussiert? Wir haben an unserer Defense gearbeitet, das ist uns heute auch gut gelungen. Wir haben nur 78 Punkte abgegeben, keine 90, von daher sind wir auf dem richtigen Weg. Was halt natürlich, ja, was scheiße ist, sind einfach die Rebounds und wir haben zu viele einfache abgegeben, gerade in der zweiten Hälfte. Nicht unbedingt Offensiv-Rebounds, aber viele Fast-Breaks, wo Shields uns immer wieder abgehauen ist, wir mit unseren Vierern nicht hinterherkamen und dann das Feld geöffnet haben. Die Defense, da ist das Problem wahrscheinlich, dass ihr eine neue Mannschaft seid, die sich als Team-Defense-Mannschaft dann zusammenfinden muss, weil individuell verteidigt ihr ja fast alle dann einwandfrei. Muss sich das so zusammenfinden, dass man immer weiß, wo man helfen muss, oder was ist das Problem? Zum einen, wie du richtig sagst, ist es, wer wann wo helfen muss. Zum anderen ist es auch die Philosophie vom Coach, dass eine Philosophie, die eine ganz andere ist, glaube ich, als alle bis jetzt gespielt haben. Wir haben andere Prinzipien und die Philosophie von ihm braucht einfach Zeit. Einfach aufgrund dessen, dass er sehr aggressiv spielen möchte. Viele Switches, zum Beispiel auch wenn Bogdan und mein Spieler gegenseitig Blöcke stellen, dass Bogdan gegen den Kleinen spielen muss, ich gegen den Großen, ist klar. Bin ich unten, muss jemand anders helfen und das muss natürlich alles ein bisschen schneller gehen, damit es klickt. Wenn er oben ist, muss jemand anders ihm helfen und da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit. Nichtsdestotrotz müssen wir rebounden. Du hast heute gezeigt, eine deiner großen Stärken ist auch, dass du ein sehr großer Mann bist, der aber aus der Distanz auch sehr gut treffen kann. Wer dich mal vor dem Spiel eine Stunde davor oder so beobachten kann hier in der Halle, sieht, dass du da sehr hochprozentig triffst, heute auch im Spiel. Als Mannschaft habt ihr aber nur 37% getroffen. Kann man mit 37% aus deiner Erfahrung überhaupt dann ein Spiel gewinnen oder ist das zu wenig? Man kann schon, aber da muss die andere Mannschaft 29% werfen. Aber ist das dann einfach so ein Pechtag, wo der Korb vernagelt ist oder waren die Würfe nicht gut genug dafür, um eine höhere Prozentzahl rauszubekommen? Nein, also wir haben heute nicht gut getroffen, stimmt. Wir haben aber auch nicht so gute Würfe genommen. Also es gab auch Würfe, die wir vielleicht hätten nehmen müssen oder sollen, haben aber nicht genommen. Stattdessen irgendwelchen schwierigen, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Lesen und Konzentration, aber nichtsdestotrotz ist es einfach schlecht, also nicht gut genug. Du bist ganz neu bei uns in Berlin, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wie findest du dich inzwischen in Berlin so zurecht? Sehr gut, also ich glaube, man muss es hier lieben. Es ist eine große Stadt, ist eine alte Stadt. Es gibt einfach alles in Berlin und das ist das, was, was ich und meine Frau auch Verlobte. Entschuldigung. Ja, wenn ich Freunde. War das schon ein Antrag? Immer sauer. Also Verlobte, wo immer du bist.
hier lieben, also uns gefällt es und das ist halt das Wichtigste. Fokus jetzt auf den Eurocup-Auftakt am kommenden Mittwoch. Ist dann im Training genau das Gleiche gefragt, was in den letzten Tagen gefragt war, oder muss man sich da irgendwie anders vorbereiten? Ja, da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Defensiv müssen wir besser sein. Jeder, der die Liga kennt, weiß, dass jeder in der Liga Spiele gewinnen kann. Auch Frankfurt, die hier, glaube ich, als Letzter ankamen, scoren 78 Punkte und sind ja, auf jeden Fall imstande, das Ding zu rocken. Es wird dieses Jahr für uns keine leichten Gegner geben und im Eurocup ist es Schöne, dass wir vielleicht frisch starten können und dann machen wir weiter. Dankeschön, dass ihr hier wart beim Fan-Talk der Berliner Morgenpost. Dankeschön, Akin Vargas, Bogdan Radosavljević. Vielen Dank. Spreche ich deinen Nachnamen eigentlich richtig aus? Das wollte ich noch klären. Ja? Sehr gut, ja. Okay, super, danke. Du hast wahrscheinlich daheim geübt, oder? Mit Milosavljević schon ein bisschen. Ja, auch, ja. Danke dir. Vielen Dank.